Der spirituelle Name Subhasha. Subhasha ist ein spiritueller Name für Verehrer von Saraswati oder von Menschen, die das Mantra Om Aim Sarasvatyai Namaha haben. Su heißt gut und Bhasha heißt Sprache, Rede. Ja, Subhasha, derjenige, der schöne Rede hat, gute Sprache hat, redebegabt ist. Saraswati ist unter anderem die Göttin der Rede und der Sprache. Jemand, der gut sprechen will, jemand, der gut reden will, ist auch unter dem besonderen Segen von Saraswati. Subhasha heißt zum einen, dass du gut reden kannst, dass du Menschen überzeugen kannst, dass du vielleicht auch eine schöne Stimme hast, vielleicht auch, dass du schöne Sprache im Sinne hast, gut schreiben kannst, dass du gut schreiben willst. Aber Subhasha heißt auch, dass du mit deiner Sprache und deiner Rede Gutes bewirken willst. Zum Beispiel Yogalehrer oder Meditationslehrer sollten auch Subhasha sein. Also gut reden können, mit ihrer Sprache Menschen zum Guten führen können. Subhasha heißt eben auch, mit Rede und mit Sprache andere zum Guten zu bringen.